Herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire. Wir haben Momo ins Gepäck gepackt. Und müssen jetzt oben zum Schiff steuern. Gucken damit jetzt sogar mal hin. Sehr schön. So. Sehr schön, Pico steht wieder vorne. Warum ist das manchmal anders? Weiß das nicht mehr. Eigentlich erstmal ein Magerbeck, ne? Und das trifft auch immer. Jetzt trifft Pico nicht mehr. Danke, Pico. Bist der Beste. Ich hätte erstmal einen Magier wegnehmen sollen. Momo getroffen. Es ist Wahnsinn. Schön. Und Momo trifft. Er macht schon Schaden, oder? Wenn getroffen wird. Okay. Könnten Momo nochmal zum anderen Trainer schicken. Aber gut. So, kann Momo hier was machen? Hier steht Antriebsmasse. Okay. Na gut. Vielleicht war es das, was wir unten gemacht haben? Keine Ahnung. Aber hierhin. Zum Lift. Und dann sind wir fast oben. Kämpfe ziehen sich hier, ey. Warum wird Pico nie angegriffen eigentlich? Greift jemand den mit der geringsten Abwehr an oder was? Dann ist doch sinnvoll, ist unsinnig, dass überhaupt einer vorne steht. Jetzt hat Nina die ID-Card. Nur Momo. Ah, wir dürfen mitkommen. Ne, hoch hier, ne? Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Sieht aus, als würde das für den Steuerkurs gebraucht. Wenn wir starten, können wir genau Cookies anweisen. Es wird sicher wieder über das Meer zurückfahren. Schön. Alles ganz easy, ganz einfach. Aber um das zu bewerkstelligen, musste das sagen. Müssen wir herausfinden, was ein Antriebsmesser ist. Ja, ich weiß wo. Ich glaube, ich habe so etwas Ähnliches am unteren Deck gesehen. Ja, weiß zumindest, wo es gut. Ich möchte, dass du die Zahl vom Antriebsmesser abliest. Komm dann zurück und sag sie mir, okay? Ich starte hier den Antrieb. Du rennst jetzt runter in den Kontrollraum und sagst mir, wenn der Zähler 100 erreicht hat. Ich denke, du weißt das aber. Der Zähler läuft, während du aus dem Kontrollraum gehst und wieder hierher zurückkommst. Warte nicht, bis er 100 erreicht hat. Du musst rechtzeitig zurück sein, um mir zu berichten. Achte also auf gutes Timing. Na dann, hören wir mal, ne? Antrieb, Start. Jetzt läuft ein Timer, oder was? Super. Das heißt, wir müssen ungefähr sehen, wie lange das alles dauert, der Weg bis hin. Aber wenn ich einfach schneller bin, können wir da einfach warten, oder? So.
Jetzt erklärt sich das, was der hier macht. Okay. Ah, okay. Das wird ja spannend. Bei 30 ungefähr. Ich würde dann bei 70 losmachen. Ich hoffe, es klappt, ey. Das Ding ist immer die Frage, wie oft ich mich verlaufe. So, warte mal. Ich gucke einfach in der Aufnahmedatei. Ich könnte jetzt auch mitzählen, ne? Ach Gott, Alter. Ey, ich kotze. So 42, 18. Bei wie viel bei 60 sind 78? Ja, mach doch einfach. Ich glaube, wir waren jetzt schon. Wir haben jetzt, glaube ich, noch eine. Ach Mist. Glaube ich, ein bisschen zu viel gerade. Das System wird nun aktiviert. Hat nicht geklappt, der Zehner war aus. Hoppala. Kein Problem. Wir versuchen es halt nochmal, okay. Fünfundachtzig. Es war zu viel, ne? Wir haben es gepackt. Schön. Es war aber ein Piepen. Wir haben es geschafft. Hey. Das schwarze Schiff scheint losfahren zu wollen. Zeit zu gehen. Danke, Fahrlistik. Alles klar, passt auf euch auf. Ich werde das hier zurück zur Maschinengilde bringen. War mal smoother Abgang. Schön. Ach stimmt, wir fahren jetzt mit dem Schwarzen, ne? Alle hier lang, hoch auf die Brücke. Bei Momo. Wir sind in der Laterne. Gruselig. Aber wir sind am. Was ist das? Gar sagt der Weg zu Gott. Ah. Zu dem Gott, dem ich, dem Ben, begegnen muss. Es sieht so aus, als wolle uns dieses Schiff zu ihm bringen. Nun, ich weiß nicht viel über Gott, aber das Schiff ist unterwegs und wir können sie jetzt nicht stoppen. Da wir nicht wissen,
wie lange die Überfahrt dauern wird. Können wir abwarten und Tee trinken? Ja. Vielleicht eine Runde Uno spielen? Nicht, dass andere Aktivitäten nur noch gezeigt werden. Okay, das ist in Ordnung. Oder ein Gar, der auf Toilette sitzt. Oho, wohin will Momo? Zögert. Achso, ich dachte sogar. Wir sind nicht alle geheilt danach. Könnte ich gar nicht nachvollziehen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zu Gott. Das dauert immer ein Weilchen, ja. Oh mein Gott, finde das. Hat sie gerade mit, wie ist er nochmal? Mimi? Gemeckert? Bei Mimi Peko gehauen hat? Sehr geil. Wer sagt, warum ich mitkam, ist eine gute Zeit zu fragen, jetzt da wir nicht mehr zurückkehren können. Genau wie Mikba sagte. Auch wenn meine Macht und die der Brut nicht auf dem gleichen Level sind, gleichen sie sich doch. Wenn wir Gott oder irgendwen treffen, finde ich raus, warum eine solche Macht existiert. Ja, gut. Klingt so, als wäre was passiert. Lasst es uns rausfinden. Achso. Weil es jetzt aussitzen. Nichts. So eine Gruppe anpassen geht auch nicht. Müssen wir jetzt kämpfen, Lina? Ben, es ist was passiert. Wir sollten besser zur Brücke gehen und mit Murmurin voll gegen Gott gefahren. Sind jetzt eigentlich plötzlich keine Monster mehr? Na gut, ich glaube, wir gehen mal hin. Ist ja dann doch ein bisschen nervtötend, das Geräusch. Ah, cool, dass wir jetzt quasi, ne, auf dem Schiff wohnen, momentan. Sag mal auch was, Peko? Hab's gleich gesagt? Peko kann reden? Mach entspannt. Murmur, was ist geschehen? Ne. Sieht aus, als wäre was mit dem Schiff nicht in Ordnung. Jo, und es ist was, was du vermutlich angerichtet hast. Nee, schaut euch das an. Es gibt ein Problem auf dem Oberdeck. Vorn am Schiff haben wir vermutlich was gestreift. Am Oberdeck. Wir sollten vielleicht mal nachsehen. Ach, deswegen konntest du rausgehen. Und ich dachte, hey, hier gibt's nichts. Kommen wir dorthin, Momo. Lasst mal sehen. Nicht wieder irgendein Plan der. Ah, okay, das ist gut. Auf der anderen Seite unseres Zimmers scheint ein Flur zu sein, der zum Bug des Schiffes führt. Ich habe die Tür im Flur für euch geöffnet. Danke. So, und wer wird jetzt gehen? Ah, okay. Sehr gut. Wähle, wer mit wem das Schiff untersuchen soll. Oh, zwei Teams oder was? Okay, trotzdem machen wir es so. Lina und Peko. Ja, wird schon alles.
Ist ja mega cool, wenn wir beide Teams haben. Cool. Muss aber trotzdem einen Lift nehmen, ehrlich. Ach, jetzt cutten sie dich dahin. Alter, da bei sowas kann ich aber kotzen, ey, wenn du vorbeiläufst. Okay. Kriegen wir hin. Okay. Pico steht wieder hinten. Okay, einfach Angriff. Genug Teil-Items und so müssen wir haben. Ey, Implode. Kann sich dagegen nicht impfen lassen. Genau der, der Schaden macht, ey. Macht er noch einen? Das sind auch Mistviecher, ey. Die Nina hat den ersten One-Hit ihres Lebens gemacht. Warte. Mhm. So. Hier unten ist die Tür. Lina rennt hinterher. Warum steht dein Pico wieder hinten? Wir werden jetzt nicht jedes Mal so eine Formation ändern. Was für ein Schwachsinn, ey. Wahnsinn. Die dachten sich, ey, es sind so geil, diese Nussknacker da. Wir packen sie noch 10-mal ins Spiel. Da freuen sich die Leute. Fehlschlag ist immer das Geilste, was der liest in einem Spiel. Und hier sind wir. Schön. So, das ist die Tür. Ich bin gespannt, was das andere Team da macht. Nicht, dass die denn gegen Endboss kämpfen müssen. Wäre eigentlich ganz funny gemacht. Okay. Ah, das fing zwei Teams oder was? Kämpfen gegen Jutta. Nee, doch nicht. Krieg. Die große Kabel. Sieht aber süß aus. Vor allem, wenn die so fies zur Seite guckt, ne? Okay, was machen wir da? Und trotzdem erstmal nochmal einen Angriff. Mal sehen, was das hier so gibt. Der ist weg. Wahnsinn. Verteidigt. Rico, zeig, was du kannst. Stell dich verdammt nochmal nach vorne. So, und jetzt können wir die neue Gegnertyp auch mal was. Okay. Da nehmen wir doch mal heilen. Auf Nella. Ja, bei den anderen ist okay. Ich gehe jetzt noch mal hier auf Taktik. Gehe auf Angriff. Muss anscheinend wirklich jedes Haus. Ey, ist das. Wahnsinn. Ist ja geil. Okay. So, jetzt müssen wir überlegen. Bei da lang erst gehen oder da lang? Cool. Würfel. Könnte man damit nochmal machen? So, jetzt haben sie Lebenspunkte. Pikus auf vorne ist schön. Ach, Mann, ey. Ja, Lina rauf. Vielleicht kann man von denen was lernen. Ich werde es mal versuchen, nebenbei einzugeben. Könnte man ja mal prüfen bei denen.
Was ist denn da los? Ne. So, und was wird es da oben geben? Nix. Okay. Mies. Zumindest passt die Formation wieder. Das sind halt wirklich die nervigsten Viecher im ganzen Spiel. Erstmal triffst du die kaum und dann verteilen die auch noch Implo-Auge, wo du kaum triffst. Okay. Ihr werdet mir langsam hier zu komplex. Wow. Wir werden langsam besser. Schön. Echt? Dann ist die Kiste. Ach nee, warte mal, es führt nochmal woanders hin, oder? Ja. Was hätte es denn da oben gegeben? Hä? Oben gibt es eine Kiste, hier holen wir uns jetzt erstmal. Okay. Ja, Strom, der ist neu. Diese Fehlschläge, ey, ich kotze. So, jetzt zeig, was du kannst. Oh, hat er nicht gemacht. Ich glaube, Pico muss man echt kommen. Hey. Na, Wahnsinn. Pass aber auf, was es da unten gibt. Ein Seelenjuwel, was ich irgendwas teuer. So, und hier kann man rüber. Okay. Vergesst man das bestimmt. Da muss eigentlich immer alles zurücklaufen erstmal. Große Krabbe. So, nämlich. Das ist ein schneller EP. Wahnsinn ist dann, wenn du neue Waffen kaufst, wie schnell das Geld einfach weg ist. Du machst so einen Kampf nach dem anderen. Trotzdem ist das Geld sofort weg. Schön. Ah, okay, jetzt sind wir hier. Mal sehen. Mal schauen, ob irgendwas versteckt ist. Oder Gegner. Manchmal kommen auch Gegner. Vielleicht kann man den wirklich näher an so was machen. Prüfen. Ich geh mal prüfen. Ey, ich hab doch. Akzeptieren, so, warte mal, warte mal, warte mal. Ne? So. Gebraucht neuwertig auch schon hier Abilities. Aber wer weiß ich? Fähigkeiten, will ich meinen. Also ich hab's auf. Na gut. Leben noch alle, ja. Hüfen. Dann gebe ich einen Fähigkeiten.
32, ich meine, das werde ich aber auf jeden Fall machen. So. Gott, ist das hell. Schrecklich. So, warte mal, Fähigkeit. Heilen. Ja, schön. Man passt auch einen mit reinwerfen können, aber passt schon. So, hier ist auch nichts in der Ecke. Aber hier können wir hochgehen. Ich gibt's ja hier nur so ein Geschenk oder so. Was Smarties. Okay. Erst jetzt sind wir draußen. Sieht sogar so aus, als wären wir richtig. Ah, okay. Etwas hat wohl den Bug getroffen. Andere Viecher, bitte andere Viecher. Zeig mir was Neues. Wir sind wieder gerade Breath of Fire. So, I und V ist doch 5, ne? 1 und... Nee, aber V war nur 5, 6. Weiß. Ich habe auf Breath of Fire 4 eingegeben, ey. Schön. Man kann sich echt beschäftigen. So, hier kann ich rüber? Ja, hier kann ich rüber, okay. Gibt's hier irgendwas? Nee. Ins Wasser gerutscht und hier? Nee. Okay, gehen wir mal rüber und hier. Wundert mich, dass hier nichts ist. Aber auch nicht. Gar nichts hier. Warte mal, hier kann man hinten. Ne? Nö, nö, nö. Nö. Ja. Ach, da können wir rauf. So, ich versuch's nochmal auf Deutsch irgendwie, weil es würde halt die Monster ist ja anders im Englischen. Hier. So, gehen wir mal ein. Aber gibt's nicht. Fast ein Level ab bei Bänder. Nicht geheilt. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie Piratenhut, ne? Cool. Cool. Sieht doch cool lecker aus, aber irgendwie auch nicht. Wassersäulen. So bestimmt im Bermuda-Dreieck. Natürlich. Und wenn wir rutschen und stürzen, wir werden ertrinken. Dann besser man nicht machen. Lass uns zurückgehen, bis wir die Mitte des Decks erreichen. Da dürfte es einfacher sein zu kämpfen. Richtungstaste zum Rückwärtslaufen. Achte auf die Monster, bewegen sie sich, dann warte auf die nächste Öffnung. Was? Da kommen sie. Das wird ja mal spannend, ey. Okay. So, Ben. Er hört Abwehr aller Ziele. Ja, machen wir das, ne? Ben. Sofort totner Schlag, ja. Das ist gut. Gibt Kraft Max 2. Ne, ich würde sagen, dann machen wir erstmal Schutz.
Alazine. So, Nina muss auf jeden Fall Fähigkeiten benutzen. Klaut SP von einem Ziel, klaut MP von einem Ziel. In der Kraft seines Zieles. So, was haben wir denn? Gegen ein Ziel. Ich glaube tatsächlich, na, Feuer, ne? Wenn da Wasser ist, müsste Feuer. Das wird das Beste sein. Gut, gegen alle Ziele wäre auch eine Idee. Aber gut, gehen wir auch in rechts. So ein Peko. Kann eben nur normal angreifen. Aber jetzt weiter geht der Vater in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, super gerne Daumen nach oben. Wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis dahin. Es tut mir leid für den Teaser.